Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Greifer Company. Und zwar möchte ich heute Mittelerde Schatten des Krieges spielen. Ich hatte das schon mal ganz kurz angefangen, werde jetzt aber direkt einfach ein neues Spiel starten, damit ihr auch von Anfang an alles ja, miterleben könnt. Das werde ich jetzt auch tun, ganz kurz und schmerzlos. Ja. Ich spiele auf Normal und starte das Ganze hier einfach. Da gibt es auch nicht mehr zu, ja, zu sagen. Jetzt lädt es ein paar Sekündchen und dann wollen wir das doch hier mal beobachten. Wir schauen uns jetzt natürlich das wunderschöne Intro auch an, damit wir hier nichts verpassen. Das dürfte jetzt auch losgehen. Genau, was bisher geschah. Das ist jetzt, ja, im Prinzip die Geschichte von dem Teil davor. So eine kleine Ich hatte einst eine Erklärung. Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie. Sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. No, das kennt man ja aus dem Teil davor schon. Für die Leute, die den eventuell auch gespielt haben, ist das alles bekannt. Für die anderen, naja, als Information reicht's. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen. Jetzt. Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Ja, Geist, wo bist du? Ich glaube, das darf ich jetzt herausfinden, wo der Geist ist.
Brimbor. Viel zur Einweisung. Die Steuerung scheint so zu sein wie im Teil davor auch. Schleichen und sonstiges alles auch. Schleichung, also Schleichtötung auch. Also das ist alles kein Problem. Dann kann ich genauso auch laufen mit der Taste A. Das funktioniert auch. Gut, den habe ich schon mal abgestochen. Ich glaube, ich muss mich hier nicht durch jeden einzelnen durchmetzeln. Einfach mal langlaufen. Oh, der kommt. Mal in Schleichhaltung. Aber ja, ist doch wurscht, ey. Komm, hier einfach so ransprinten. Zack. Dann ist der auch platt. Es war halt auch sehr schmerzlos. Gut. Dann laufe ich einfach mal durch. Muss hier ja die Orks nicht abmetzeln. Das ist nicht sinnvoll. Ich soll bloß noch dort unten. So. Den da springen wir jetzt mal einfach an. Oh, das war der nicht. Das war ein anderer. Ups. Upsala. Das wollte ich nicht. Gut, ich würde sagen, dass ich jetzt einfach mal weglaufe. Pauschal. Einfach weiterlaufen. Die Orks ignorieren. Und dann ist gut. Dann alles fertig. Alles gut, keiner hat was gesehen. Hier sind ein paar nette Spinnen, die können wir auch mal so abstechen. Klatsch, klatsch. Ein paar Spinnen getötet. Für Spaß an der Freude. Dann quetsche ich mich hier mal durchs Loch. Und dann geht's weiter in der Geschichte. Das war sehr schmerzlos. Ja, man hätte sich jetzt natürlich da auch vorsichtiger durch die ganzen Viecher durchmetzeln können, aber ja, kann ich drauf verzichten. Das habe ich im Moment nicht notwendig. Es gab keine Questanforderungen und sonstiges auch nichts. Das wäre nur eine Einführung ins Spiel gewesen. Tutorial-mäßig und das, ja, da die Steuerung so ist wie im Teil davor, ist das für mich jetzt nicht zwingend erforderlich. Brimbor, was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür erhält. Jetzt kann ich die schöne Spinne abschnetzeln, oder was? Aha, okay. Die Spinne hat sich in eine Tussi ich verwandelt. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Okay. Sie will den Ring, alles klar. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kanka und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Tali! Nein! Ich weiß nicht, ob das so ein guter Tausch ist. Hier hast du ihn. Jetzt geht's mit Talion wieder zu Ende. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Du hast uns verdammt, Talion. Ihre Macht war bereits groß, aber nun besitzt sie auch noch die meine.
gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Tanka! Den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss beschützt werden. Okay, ich würde sagen, das ist die Hauptquest. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Ja, definitiv. Gut, dann kann ich mich dann hoffentlich jetzt endlich durch die Reihen der Orks schnetzeln. Natürlich ein bisschen vorsichtiger. Das würde ich sagen, war es dann jetzt erstmal mit der Einführung. Mal schauen, was jetzt noch so passiert. Interessantes. Ja, die Belagerung. Schön. Ja, die Stadt sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Das muss man so feststellen. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Ja, will ich doch mal schauen, was denn jetzt hier in dieser netten Stadt so abgeht. Und was jetzt letztendlich meine Hauptaufgabe hier ist. Ja gut, ich soll den komischen Dingsbums-Stein holen. Das habe ich ja jetzt eben gerade schon begriffen. Den Palantir hat oberste Palantir, so war das. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Das Schicksal der Stadt ist egal. Naja, es sind auch sehr nette Worte von dem Geist. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Einen Wurm verhören ist die erste Aufgabe. Okay, das lässt sich natürlich einrichten. Wir verschwenden unsere Zeit hier unten. So. Wurm wird auf der Karte angezeigt durch das grüne Symbol. Da vorne ist schon der erste. Dann verhöre ich den einfach mal mit der Taste B. Wer führt die Suche nach dem Palantir? So, da haben wir jetzt auch schon die Information erhalten, die ich haben will. Ein fetter, hässlicher mit Bärtchen und dafür auch ein paar Informationen, was gegen ihn gut ist und was er für Schwächen, Vorlieben und Abneigungen hat. Gut, das ist im Prinzip auch im Großen und Ganzen, wie das im Vorgänger war. Der Wurm ist jetzt hin. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal ein bisschen vorsprinten und mal schauen, dass wir den Hauptmann abmetzeln hier. Ein bisschen durch die Gegend laufen. Und du bist ein Soldat. Nimm die Oberstadt und du bist ein König. Ich habe ihn gesehen. Zeig mir, was du glaubst. Ja, kack auf die Orks, ey. Die machen sowieso nichts. Die sollen so ruhig hinter mir hinterherlaufen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ich habe mehr Interesse an dem Hauptmann, der ist dort vorne. Oder will jetzt irgendeiner was von mir unbedingt? Nee, kommt keiner daher. Gut, ich würde sagen, von dem einen Burschen den anderen, das werden wir jetzt hier doch mal ein bisschen geschickter machen. Ich muss ja nicht immer gleich wie ein Berserker hier reinheizen und mich dann wegschnetzeln lassen. Die ganze Geschichte könnte ich eigentlich mit dem Bogen erledigen. Ach, das sind nur andere Leute, das ist nicht der Hauptmann. Ich dachte, er sei tot. Ist er auch.
Talion, der Bogen. Ah, gut, alles klar. Jetzt kriege ich eine Einführung in den Bogen. Einführung gefällt mir. Dann legen wir die jetzt mal um. Ist ja nicht so, dass ich das kennen würde aus dem Teil dort davor. Oh, das doch hat gereicht. Ja, hat nicht gereicht. Dumm angestellt, nicht richtig getroffen. Ey, Mann, da. Ja, machen wir das halt per Hand hier. Ist auch nicht weiter schlimm. Dafür habe ich ja ein Schwert. So, damit sind die platt. Kurz und schmerzlos. Für die Gondoraner sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. So, einmal die Spuren identifizieren. Wenn wir ihn besessen, könnten wir das Blatt und hinterherlaufen. Da sind ein paar neue Pfeile. Kann man auch immer gut gebrauchen. Pfeile sind immer gut. So. Wo ist denn der Hauptmann? Das da vorne scheint da auch noch nicht zu sein, aber da ist auf jeden Fall was zum in die Luft jagen. Damit sind die platt. Hauptmänner ins Visier nehmen. Bei den Spuren hinterher. Ein paar Pfeiler einsammeln. Hier sind keine Gegner weiter zu sehen. Die werden ja sonst unten auf der Karte mit roten Pfeilen angezeigt, da das jetzt nicht der Fall ist. Da hinten sind noch ein paar. Ist hier keiner. So, die Tore der Stadt habe ich jetzt schon mal betreten. Heißt es, schauen, wo ich hin muss. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Die Geisterwelt offenbart ihm. Da hinten ist er. Noruk. Ja. Die Informationen über ihn habe ich mir von dem Wurm schon geholt. Jetzt heißt es bloß noch, den Typen abzustechen. Man könnte jetzt spaßeshalber jetzt nochmal sagen, ich schaue da jetzt gleich mal rein. Und guck doch mal, was denn da so noch für Abneigungen und Vorlieben sind. Eventuell kann ich ihn dann auch mit dem Bogen weg ballern oder eben einfach mit einem hinterhältigen Angriff. Das kann man jetzt ja hier auch alles wunderschön in den Informationen sich holen hier. Details, so. Ist nach Schleichangriffen benommen. Naja, dann kann ich ihn schon mal ein bisschen benommen machen. Hier sind seine Stärken. Mugeln, ja, alles klar. Bogen kann ich mir also klemmen. Ah, und so weiter. Das ist unwichtig. Und. Okay, er kann durch Hinrichtungen verwundet werden. Das heißt, ich will keine Hinweise mehr. Wollte da wieder raus. Wollte er eben nicht machen. So, das heißt im Prinzip, ich kann die ganze Sache da relativ einfach auch lösen. Durch hinterhältige Angriffe kann ich ihn relativ schnell auch töten. Dementsprechend werde ich das tun. Welle 4! So, er steht nämlich dort, erzählt den Leuten, was sie zu tun und zu lassen haben. Soll er mal machen. Ich kletter jetzt hier hoch. So, jetzt kann ich ihn anlocken. Ah, das war nicht er, das war ein anderer. Wird's natürlich den Falschen angelockt. Da kommt jemand. Schleiche ich mich einfach mal an den ran, während er beschäftigt ist hier. Und steche seine ganzen Leute ab. Die sind ja alle gerade beschäftigt. Okay. Ja, okay, das ging trotzdem noch. Ich konnte ihn noch ein bisschen meucheln. Kann ihn jetzt nochmal identifizieren. Brauche ich aber nicht. Habe ich ja alles schon gemacht. Gut, wenn ich jetzt hier Schnetzel-Action machen soll, dann tue ich das auch. Natürlich immer schön aufpassen, dass ich hier auch alles konnte. Ich will ja nicht unnötig Schaden kriegen. Na, 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 ihr kleinen Würmer. Lächerlichen Orks. Oder wie Gollum sagen würde, kleinen, dreckigen Orkse. Ja, Hinrichtungsattacken habe ich noch gar nicht, habe ich gerade festgestellt. Aber ich habe ihn jetzt einfach mal abgestochen. Damit ist die Sache hier auch kurz und schmerzlos erledigt. Jetzt ist natürlich die Frage für mich, wer ist denn hier eigentlich die Tussi? Erstmal sammle ich das ein. Ausrüstung. Ja, ich habe Ausrüstung gefunden. Dann kann ich jetzt mein Inventar öffnen. Ja, Inventar. Ich kriege Ausrüstung von Hauptmännern. Habe jetzt ein Stufe 2 Schwert erhalten. Alles andere ist auf Stufe 1. Wie man sehen kann, steigert das die Werte. Stufe 2 Schwert macht 32 Schaden. Stufe 1 macht nur 30. Alles klar. Also mache ich jetzt 2 Schaden mehr. Das ist natürlich nicht schlecht. Und jetzt haben wir ja, so wie im Teil davor auch, der Hauptmann ist jetzt einfach platt. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn ich jetzt sterbe, so wie im Teil 1, werden hier einfach andere Orks bzw. Orks nachrücken und dementsprechend die Lücken wieder füllen. Das wird sicherlich so sein. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten.
Wie viele wart ihr? Nicht genug. Nicht genug. Naja. Minas Ithil steht noch. Noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich ja, na dann los. Folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idri. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Gut. Okay. Talion soll Schritt halten. Ich würde das jetzt aber gerne so machen, dass ich die Folge hier jetzt für heute beende. Und in der nächsten Folge mit der werten Dame Schritt halten werde. Und dann natürlich schaue, dass ich da auch meine Hauptquest weiterverfolge. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die zugeschaut haben. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein hier bei Greifer Company zu einer neuen Folge von Mittelerde, Schatten des Krieges oder eventuell auch noch was anderem, was auf dem Kanal so zur Verfügung steht. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Macht's gut, Kameraden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Greifer.